Meine Vision war vor 10 Jahren schon, vom Halm ins Glas zu produzieren. 2020 konnten wir uns beteiligen an der Agrargesellschaft Südrügen. Und die Agrargesellschaft ist wirklich ein Spezialist im Braugerstenanbau. Und somit konnte die Vision auch tatsächlich Realität werden. Und zwar jetzt in diesem Jahr, wo wir hier die Braugerste anbauen. Und das ist sozusagen das Motto, was uns auch die nächsten Jahrzehnte hoffentlich begleiten wird, dass gutes Bier hier beginnt. Diese Rahmenbedingungen, die sind in unseren Augen einmalig. Wir sind hier sehr regional norddeutsch verwurzelt und die Partnerschaft sozusagen Hamburg-Insel Rügen, die passt wie die Faust aufs Auge. Mein Name ist Stefan Henschuch. Ich bin Betriebsleiter hier bei der Crisp Malt in Hamburg-Eidelstedt. Hier am Standort wird seit über 100 Jahren Malz hergestellt für die norddeutschen Brauereien. Wir sind stolz darauf, hier in Hamburg speziell mit der Ratsheim-Brauerei diesen Weg zu gehen, der jetzt angefangen wurde, nämlich der örtliche Gerstenanbau, die lokale Verarbeitung und am Ende auch das lokale Bier herzustellen. Beim Weichen wird die Gerste sowohl gewaschen als auch der Weichgrad von der Gerste erhöht, um die Keimung zu initiieren. Denn der Keimungsprozess ist notwendig, um die Enzyme zu bilden, die später in der Brauerei verwendet werden. Herzlich willkommen hier in der Ratsheim-Brauerei in den Schanzenhöfen. Wir brauen hier dann 100% unseres Ratsheim-Bieres. Hier befinden wir uns in dem Sudhaus, wo wir alle unsere Klassik-Biere sozusagen produzieren, die ganzjährig auch verfügbar sind. Beispielsweise unser Pilsener oder unser Hamburg Hell. Vor 2 Jahren haben wir dann unsere eigene Abfüllanlage mitten in Hamburg etabliert, sodass wir nun auch 100% unseres Fassbieres und unseres Flaschenbieres hier in Hamburg abfüllen. Wir als Familienunternehmen versuchen natürlich immer sehr, sehr langfristig zu denken und dementsprechend auch zu entscheiden. Und das Schöne ist, dass diese Entscheidungen, die in den letzten Jahren getroffen wurden, sei es 100% hier zu produzieren, 100% hier abzufüllen und jetzt auch den größten Anteil unseres Gersten- und Malzbedarfs selber anzubauen, das sind Entscheidungen, die vor 10 Jahren teilweise getroffen wurden, die aber auch noch 10, 20, 30 Jahre lang Gültigkeit haben. Prost.